Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Europa Barbarorum 2. Ja, wir haben das letzte Mal ein paar kleine Diplomatenschwierigkeiten, also zum Beispiel die Seleukiden wollten einfach keinen Frieden mit uns. Wir konnten ihnen kein Geld geben als Bestechung. Und die da, die Hayastans, die wollten nicht, dass sie mich also uns unterstützen beim Krieg gegen die Seleukiden. So, ja, also der Part ist die Runde ist fertig und in der nächsten Runde wird es der Krieg mit den Seleukiden. Sie uns. Ah, die wollen jetzt dort angreifen. Scheinbar. Ich möchte sie am liebsten, möchte ich sie teilen. Also, das Reich von den Seleukiden ist relativ lang. Also von hier bis ungefähr hier. Relativ lang und ja. Ich möchte das nicht immer hören. Einfach nicht wahrnehmen. So lesen. Ja, ja. Okay, ist hier kein Reich. Da sind die Rebellen. Okay. Da sind die anderen, die wollen. Ich muss hier wahrscheinlich. Das bringt ihnen gar nichts. Ja, bis. Ah, die wollen hier angreifen. Scheinbar wollen die hier angreifen. Ich befestige hier meine Position. Nein, kein Ding. So viel Geld möchte ich nicht ausgeben. Und zweites. Ey, jetzt geht's los. Gut. Jetzt haben wir schon viel mehr gewinnen. Ein ausländischer Würdenträger plus 1 Einfluss für bestes Handels. Ist das der Ding? Der Diplomat? Keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt mal kurz hier hoch. Die haben relativ viele Einheiten. Wenn die das hier angreifen, dann sind wir am Arsch. Also Halikarnassos, das ist diese Stadt, ja. Ne. Also die haben alle Felder gebaut. Das war die Stadt, die hat auch nicht so gescheites Zeugs. Felder des Spiels. Ja, dann machen wir doch dort etwas, so dass die Stadt ein bisschen besser verteidigt wird. Ein Hafen wird jetzt nicht lohnen. Ich mache jetzt einen Punkt. So, ausgebildet bitte. Okay, gut. So, raus. Hier der Erbe wahrscheinlich. Loyalität ist nicht gut. Kommando. Loyalität, ja. Ich nehme den mit Loyalität, ja, danke. So, lieber ein bisschen Bürokratie noch. Ich mir ein weniger. Hier einer, noch einer. So, oder? Den da. Ja, wir haben schon zu viel. Den da, den da, den da, den da, den da.
So, weil wir hier nicht ankommen. Ja, die muss man gar nicht, ich meine, die gar nicht besetzt war. Ja, wie ist ein Krieg? Ich glaub's ja. Natürlich gehe ich den Zing runter. Das ist ganz klar. Aber wenn sie die ganze Zeit schon angreifen, muss ich sie halt auch angreifen. Ah, genau, hier war das mit dem Schrein. Da. Ich will überall. Da. Ich weiß, ich kenne den Gott nicht, aber er müsste eigentlich der Beste sein, weil er Kriegsgott ist. So, Dilly. Ja, dann. Ich weiß eben nicht, ob das sich lohnt, wenn ich jetzt hier auch abrüstlich jetzt noch nicht machen. Dann haben wir alles. Dann können wir eigentlich die nächste Runde. Ich möchte kurz in die nächsten Schleifenschiffe. Seitenwertung. Schauen, wir haben jetzt wieder einen Aufschwung. Ja, die haben Gleichstaffeln. Die kommen rund. Also die fliehen sogar. Haben die. Mal kurz die bei mir, die schauen. Gegen wen haben die Krieg? Gegen uns? Und die sind. Da muss ich kurz schauen, was die. Für Probleme haben. Produktion, da hatte ich aber auch keine Produktion von keinem Gebiet. Wir haben zwei Gebiete verloren an die Rebellen, also sind die rebelliert. Komisch. Und die Finanzen gehen bei ihnen auch runter. Ihre Finanzen an sich. Mikro. Jetzt möchte ich noch schauen, was die anderen haben. Das ist. Was? Wir sind bei 0. Was ist das für ein. Doch, die haben 0 Bevölkerung? Das geht doch irgendwie gar nicht. Gesamt. Wieso haben die 0 Bevölkerung? Wahrscheinlich, weil sie mit Truppen ausdenken. Okay, wenn sie gar nicht schlimm sind, dann habe ich natürlich einen Fluchtkurs. So schöne Truppen hier. Also wirklich ein super Volk. Also vom Schwierigkeitsgrad her und so richtig gut. Wenn ich die. So. Wieso habe ich jetzt zwei hier? Wollte ich ja den nicht. Ja, ja. Das sind Rebellen. Ja, Elektroi. Das ist gut, die greifen uns nicht an. Also einfach, ja, sie greifen uns schon an, wenn wir in seinem Gebiet drin sind, ja. Ich möchte am liebsten die einnehmen, ob die ist relativ Verlust, nur verlustreich einzunehmen. Also wir. Eigentlich müsste hier noch eine Stadt sein. Ich möchte nach oben hier noch gehen. Okay, da kann noch warten. Hier ist nämlich niemand da unten. Irgendwie Probleme haben könnten. Und sie schauen. Ja, hier könnten wir noch Hafen bauen und so. Zuerst mal Geld kommen. Alt. Nicht so. Diese Folge mache ich ein bisschen länger, weil die vorige nicht so lange gewesen ist. Ich brauche eben eine Uhr, damit ich recht gut schauen kann, wenn eine halbe Stunde vorbei ist. So. Und es hat geklimpert, Geld bekommen.
verloren mit den Einheiten, die ich ausbilde. So, nächster Plan. Ich möchte die rausnehmen. Wieso kommen hier immer wie mehr Familienmitglieder? Ich möchte den hier schicken. Die zwei nehme ich jetzt mit. Haben die ja Loyalität. Wieso habe ich plötzlich Familienmitglieder hier? Ich verstehe so manche Neuerungen nicht. Irgendwie gehen die mit, sind aber nicht sichtbar, gehen die mit, damit sie dann ans Land kommen und dann bauen sie dort irgendwas auf in der nächsten Stadt oder so. Keine Ahnung, ja. Aber ich muss ihn mitnehmen, sonst. Ja, sonst habe ich ein Problem. Okay, ich greife jetzt dies an. Weil hier ist viel Ding im Hafen. Die hat keinen Hafen. Und die leere Wüste und so. Ja, Elektroi sind hier. So, Bellen. Okay. Altes Merkmal, Gefolge vergrößert sich. Hetäre Hyperaien, Kloss, erhöht die Chance. Das ist doch auch nicht. Seide. Seide ist die. Was wird das bitte? Zeige euch jetzt einen Krieg. Also auf der Schlachtkarte. Die nächsten werde ich auch ein bisschen überspringen. Weil die sehr ja, lang dauern. Ich könnte mir vorstellen, so ein König von einem anderen Reich. Hat so viel Leben, der ist irgendwie 10 Minuten, ja, in einer Minute 10 Sekunden, nicht durch. 10 Minuten sind ein bisschen zu lang. So, vorbereiten. Oh, schön. Ist schön. Es leckt aber ein bisschen. Zu viele Einheiten oder was? Ja, es ist. Ganz so leck. 22 FPS. Diesen. Ja, länger ziehen soll ich sie nicht so. Eine lange Sperre. Die mache ich jetzt auf die Seite. Auf die andere Seite. Hätte fast noch gerimpst. So. Na, was macht ihr da vorne? Die kommen? Haben die nicht Angst? Okay. Das wird wieder ein Selbstmordkommando von ihm. Okay, ich mache jetzt einfach alles leer. Mit den Bogenschützen und Steinschleudern. Die werden dann einfach in den Nahkampf noch werfen. Die Sperreinheiten eigentlich. Ja, bewahren auf die Gegner. So, was haben die für einen Speerwerfer wahrscheinlich? Okay, und recht schweres Geross. Tier. Das sind so Alexander, also die sind sehr gut Alexander eigentlich nachgemacht, weil sie Gepardenfell haben. Okay, jetzt geht's auch wieder ein bisschen flüssiger. Aber nur bei mir wegen den vielen Einheiten. Das ist ein bisschen mehr flüssig. Das ist jetzt wieder 5. Das macht schon gut. Okay, einer schießt schon und das sind die mit dem Langstrecken auf Steinschleudern. Aha, zwei sind tot. Da ist auch wieder eine tot.
die auch langstrecken, ne? Dann müsste ich näher ran. Was ihm nachfällt, sind die Pferde, die sind beim Ansturm nicht mehr so stark und daher halten sie sich. Wie weit geht ihr da? So wenig. Das ist halt schlechte Bogenschützen. Wieso bewegt ihr euch? Ja, jetzt müsst ihr bewegen. Ja, genau. Sehr schön. So. Ich freue mich auf ein neues Total War, wo die Einheiten endlich mal richtig sich bewegen. Also, wenn man sagt, dreht euch, dass sich auch drehen, weil manchmal hier bei Medieval 2 drehen sie sich dann nicht, dann sind sie länglich so lang gezogen oder so und dann gehen sie zu den Einheiten und, weiß nicht, spießen sie auf oder wie sollte man das nennen, sondern doch breitling dorthin gehen. Und viel zu lange brauchen sie. So ein Dreh. Das ist relativ. So, wenn der Ding endlich beginnt, so. So, müsst so. Locos, bade! Hombres, repelosis! Locos, bade! Kann nämlich ein Schutz sein. Endonetai! Hombres! Haben die Speere. Atondistae! Wie weit dauert die jetzt nach vorne? Das ist doch eigentlich mal, ey. Ich hab die Einheit nicht so gerne mit dem langen Sperren. Bei Rom 1 haben die recht gut alles verteidigt. Einheiten alles ein bisschen schön. Die andere nehmen aus dem Hauptspiel. Oh oh. Anzahl Pfeile schon. Gibt es nur zwei? Ich hab schon. Zwei ist nicht so interessiert. Also die Serie hat sich zu viel geändert. Die recht richtig viel Spaß gemacht haben. Dolemioi, erfüllt diese Zeit! Und auch in einer Stadt so muss man einfach zu viel machen. Jetzt zum Beispiel sich die ganze Zeit entscheiden, welches Gebäude man bauen muss. Und so, also, das ist so zwei oder drei. Barbaroi, die Ende! Das nervt mich ein bisschen. Aber trotzdem ist Rom 2 recht gut. Ähnliche Spiele gibt es keine bessere. Könnt ihr ein gutes Echtzeit-Taktik-Spiel starten? Ja. Die sind schon leer, da ist er. Okay. Tja. Also dann greife ich an. Ja, macht doch am besten ein bisschen Leiter, genau. Follow
Ja, ich hab doch keine Munition. Geht, jetzt greift er. Ja, ich sehe jetzt, dass es schon recht viele. Ne? Sieg, aber wahrscheinlich wegen dem Verlust. Ja. Warband. Wahrscheinlich. Die da. Phalanx, ja. Die Phalanx haben 12 Verluste. Die ja. Ist nach relativ schlecht. Schaden in die gepanzert sind. Also, ist nichts Besonderes. Ist nicht schlimm, wenn wir ein paar Verluste haben. So. Ja, mal schauen, wie es jetzt. Die haben wir wahrscheinlich jetzt auch. Jetzt sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen böse auf uns. Ist mir egal. Ich will mindestens einen Krieg gefangen. Oh, Lösegeld. Ich werde Lösegeld verlangen, weil ich bin nicht gut auf sie zu sprechen. Die haben meine Stadt Siede bedroht. Danke fürs Geld. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, natürlich. Beziehungen auf Festus. Ja, ich sehe noch sehr schwach. Also bitte. Ja, da möchte ich ja hin. Wie kann man übrigens. Das ist in diesem Mod anders. Kann man auch Leute aus der Region, also aus der Stadt und so, mit erhöhtem Preis anhören. Aber wir brauchen eigentlich hier nichts. Also wir können Kreta-Bogenschützen herstellen. Zwar nur Fernkampf 3, dafür bessere Verteidigung. Aber hoppen hat wohl zu viel und lieber nicht. Noch eins. So. Und, ja, da lohnt sich überhaupt nicht diese Belagerungstürme zu bauen, außer ihr seid nicht im Zugzwang. Also ich bin im Ramberg, die sind
eine Runde fährt und die andere noch zwei, glaube ich. Also das ist gut. Könnten wir hier noch eins machen, aber Schule bringt irgendwie gar nichts. Nein, nein, ich brauche Geld für Einheiten. Weil die werden dann nur aufgefischt, kosten viel. Ein Spion hätte ich jetzt eigentlich mal. Auch wenn ich gespannt bin, was die da oben planen im Seleukischen Reich. So, ich guck mal. Also, irgendwie haben die weniger Einheit. Ah, die sind da nach rechts, glaube ich. Ich möchte hier schauen. Denn die Stadt ist von den Rebellen, weil ich möchte gerne die Stadt von den Rebellen holen. So, das Schiff. So. Ja, also, nächste Art Angriff auf Antiochia. Und das kennt ihr wahrscheinlich aus Papier und so. Ja, ich bin gespannt, wie wir die Seleukiden fernhalten können. Und bin gespannt, was mit den Seleukiden passiert. Also wir sehen hier wahrscheinlich noch nicht, dass sie runtergehen, aber sie werden wahrscheinlich bald runtergehen. Und ja. Also momentan ist noch nicht so zu fürchten. Also, es wird wahrscheinlich nicht später. Bei einem großen Feind, also ja, bei einem stärkeren Feind, großen Feind ist das Seleukiden, aber bei einem großen Feind dann schon ein bisschen mehr zu, ja, ein bisschen mehr Kunst von mir nötig, damit wir da sind. Also, ja, eben wir spielen noch auf leicht im ersten Ding, deshalb sind die Einheiten ja, von den Gegnern nicht so stark. Aber trotzdem schon Respekt, also es ist ein guter, knackiger. Und mir gefällt ihn.